Aktuell gibt es einen Bug, der Monster Hunter Rise absolut zerstört. Was es für ein Bug ist und wie der Scheiß funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin Scorifios und heute mit einem sehr besonderen Video zurück. Und zwar gibt es aktuell einen Bug, einen Glitch, der Monster Hunter Rise komplett auseinandernimmt. Jeder Hand kann extrem leicht werden, kann gecheatet werden. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich dazu ein Video machen soll. Ich weiß gar nicht, ob es im deutschen Raum einer gemacht hat. Zumindest kenne ich gerade aktuell keinen, außer es ist ein sehr kleiner YouTuber im internationalen Raum. Es ist auf jeden Fall extrem abgegangen und viele von euch haben mich auch angeschrieben. Ich habe schon sehr früh mitbekommen und ich überlegt so, was soll ich das wirklich bringen, so ein Glitch. Ich bin jetzt nicht so der Glitch-Fan, aber der Glitch ist schon ziemlich lustig und ich finde es mal nice, wenn man den gesehen hat, aber man sollte ihn nicht die ganze Zeit benutzen, denn man kann im Endeffekt bestimmte Objekte unendlich oft im Hand herstellen und benutzen, ohne Ressourcen zu verbrauchen, und dabei passieren auch ganz lustige Momente. Gerade wenn Monster extrem abfuckt, kann man hin und wieder diesen Bug oder Glitch eben benutzen, um ein bisschen Gleichberechtigung zu schaffen, weil manche Monster sind echt ein bisschen eklig unterwegs, und wenn man dann benutzt, ne, dann finde ich das Ganze so ab und zu mal okay. Ist wie gesagt lustig. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert und auf welchen Objekten man das anwenden kann. Wer übrigens von euch noch geile Monster Hunter Guide Videos sehen möchte, nicht so ein Video, der kann mal gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da habe ich schon richtig viele Guides online, sehr nützlich, helfen euch, und ja, könnt auch gerne ein Abo da lassen und einen Daumen da lassen, wenn euch dieses Video trotzdem gefällt. Der Glitch funktioniert wie folgt, und zwar bei Objekten, die man aus sehr vielen Unterobjekten eben herstellen kann, wie zum Beispiel Fallgruben. Das seht ihr hier schon, ich habe die erste Fallgrube bei Magna Malo gelegt und esse jetzt so unendlich Maxi-Tränke oder uralte Tränke, wie man das Ganze machen möchte. Und wenn die Fallgrube eben zu Ende ist, dann kann ich direkt noch eine Fallgrube setzen. Zwei Fallgruben sind erstmal nichts Besonderes, ein paar Maxi-Tränke auch nicht, denn man kann natürlich genügend Untermaterialien mitnehmen. Was ihr aber jetzt seht, ist, dass ich gleich die dritte Fallgrube setzen kann, und das geht eben normalerweise nicht, denn man hat ja nur zwei Fallengeräte maximal auf dem Hand dabei, und hier liegt jetzt gleich die dritte Fallgrube, und da sieht man eben, dass man bestimmte Objekte unendlich oft im Hand benutzen kann und keine Ressourcen verbraucht. Das ist auf jeden Fall krass, und wie gesagt, ich würde es nicht die ganze Zeit einsetzen, aber manchmal ist halt schon lustig, wenn das Monster die ganze Zeit in der Falle drin sitzt. Natürlich werden die Fallen immer schlechter, desto öfter man sie benutzt, aber wie gesagt, ab und zu mal ganz lustig, gerade wenn das Monster eben extrem abfuckt und nur noch am Rumrennen ist, kann man es mal ein bisschen runterbringen und ja, mal ein bisschen verlangsamen, indem es die ganze Zeit in der Falle drinnen ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, wie man die Objekte in den Objektbeutel reinmachen kann, ins Tortenmenü, dass man eben hier die ganze Zeit die Objekte einsetzen kann. Das geht zum Beispiel auch bei Fassbomben oder auch Megadämonenmittel. Am besten kann ich euch das Ganze zeigen im Trainingsbereich. Wir gehen jetzt hier über den Buddy Plaza Bereich zum Trainingsbereich. Wer es noch nicht gefunden hat, hier Gebiet wechseln. Das muss man auch das erste Mal so machen. Und erst danach ist die Schnellreise freigeschaltet. Das wusste ich im letzten Video nicht. Da habe ich gesagt, einfach Backtaste drücken und dann rüberreisen. Aber man muss ihn erstens mal normal gefunden haben. Ich habe den gleich am Anfang gefunden. Deswegen war bei mir das Ding hier nie ausgekraut bei der Schnellreise. Dann gehen wir an die Objekttruhe hin. Objekte verwalten. Ihr seht, bei mir ist der Objektbeutel leer. Wir gehen auf Herstellungsliste und schauen jetzt erstmal nach, wie kann man den uralten Trank herstellen oder auch zum Beispiel den Maxi-Trank. Es geht mit allen Objekten, die man aus mehreren Unterobjekten herstellen kann. Wie zum Beispiel den uralten Trank, wir brauchen Kelbihörner und wir brauchen diesen Immunisierer. Und der wird hergestellt aus Bitterkäfer und Mandagora. Im Objektbeutel ist jetzt Folgendes drin: Bitterkäfer, Mandagora und die Kelbihörner. Nicht der Immunisierer, sage ich euch ganz kurz. Wir gehen auf die Objekte drauf. Klicke hier eine Taste rüber, sortiere das Ganze. Wir brauchen Bitterkäfer, dann brauchen wir Mandagora, sind ein Tick weiter oben, und wir brauchen auf der zweiten Seite die Kelbihörner. Zack, perfekt, alles drin. Dann können wir das Ganze natürlich auch mit einem Megadämonenmittel machen, wird auch aus mehreren Unterobjekten hergestellt, zum Beispiel helles Extrakt muss rein, Beschleuniger plus Machtsamen. Das machen wir jetzt mal mit rein. Zack, wir gehen auf helles Extrakt, das haben wir hier. Zack, 19 Stück können wir reinnehmen. Dann gehen wir auf den Machtsamen, den haben wir hier. Zack, und wir brauchen ein bisschen Beschleuniger.
Das gleiche geht wie gesagt auch bei der Fallgrube. Für die Fallgrube brauchen wir ein Fallengerät. Wir brauchen eigentlich das Netz. Das nehmen wir aber nicht rein, sondern nur die Unterprodukte. Spinnennetz und das Efeu. Und dann gehen wir jetzt mal zurück weiter in den Trainingsbereich rein. Ich weiß nicht, ob ich im Trainingsbereich die Falle legen kann, aber ihr habt es im Kampf gesehen, dass das Ganze funktioniert. Objekte, also wir gehen auf das Portmenü, auf Quests, dann auf die Abkürzung 1 und wir gehen auf den obersten Slot und nehmen jetzt nicht Herstellen rein, sondern Objektbeutel. Dann klicke ich zum Beispiel auf den uralten Trank. Die Falle ist soweit hier schon drin, die hatte ich vorher rein, kann ich nochmal bestätigen. Zack, so die Falle rein. Dann machen wir das Ganze auch mit dem Mega-Dämonenmittel und wir können auch unten zum Beispiel auch die Fassbombe reinnehmen. Bei der Fassbombe funktioniert das Ganze auch. Wie gesagt, alle Objekte, die man aus mehreren Unterobjekten herstellt. Und dann werdet ihr jetzt sehen, ich gehe mal hier raus, ich kann jetzt hier unendlich uralte Tränke eben einnehmen. Ist natürlich krass für den Hand, ist ja natürlich schon Cheaten. Normalerweise kann man da nicht viele mitnehmen. Sind sobald die Unterressourcen aufgebraucht, ist es eben weg. Aber ihr seht, es wird immer ein Maxi- oder uralter Trank eher gesagt hergestellt und Kelbyhörner bleiben immer auf 10. Alle Objekte bleiben auf 10. Das gleiche im Endeffekt mit der Falle. Ihr seht, die Falle wird die ganze Zeit hergestellt. Ich kann aber hier scheinbar im Trainingsbereich keine Falle hinlegen. Und hier seht ihr zum Beispiel auch, ich kann halt einfach Mega-Dämonenmittel trinken, herstellen und so weiter und ich verbrauche eben keine Unterprodukte. Wir schauen gleich mal in den Objektbeutel rein und zwar hier, ihr seht, alles ist immer noch auf Max wie vorher, aber ihr könnt unendlich Objekte benutzen. Ich hoffe, das Video hat euch informiert, was aktuell los ist, aber nicht geholfen, aber trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch ein richtig geiles Osterwochenende. Genießt die freien Tage, freue mich auf die nächste Zeit mit euch und wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.